Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part und damit zu einem absoluten Spitzenspiel. Es ist eine neue Aufnahmesession für mich, also ich habe irgendwie immer so im Hinterkopf gehabt, nächstes Mal, wenn ich aufnehme, dann muss ich ge ausgerechnet gegen den Erzrivalen, gegen Rapid ran. Und das ist gleichzeitig auch ein Spiel um die Tabellenführung. Also wir sind momentan noch Tabellenführer, sind sehr minimalistisch, aber stark in die Saison gestartet. Und jetzt treffen wir auf Rapid, die sind Vierter, allerdings nur 3 Punkte hinter uns. Also gerade am Anfang ist natürlich alles noch wahnsinnig eng. Und ja, ich möchte jetzt gleich mal einen Gruß aussprechen an den Patrick, der ja Rapid-Fan ist und der mir als Geschenk einen Schal zukommen hat lassen. Und ich dachte mir, ich zeige den jetzt gleich her, gerade in dem Part, den du sicher schauen wirst, weil es eben ja zur Partie Sturm gegen Rapid geht. Den hast du mir zukommen lassen, was richtig, richtig cool ist. Also da werde ich dann in Kürze einen richtig schönen Platz da oben finden. Ich habe jetzt mit Malle die Saison schon fertig aufgenommen, also die Playoffs schon fertig. Dementsprechend habe ich mir gedacht, zeige ich es gleich jetzt in dem Part hier, weil es eben für den Patrick sicher auch ganz cool ist, das im Rapid-Part zu zeigen. Also danke nochmal dafür. Gut, wir steigen jetzt einfach mal ein und ja, die Partie gegen Rapid am 9. September, also eine Woche haben wir Zeit, hatten ja jetzt gerade Länderspielpause. Likogianis hat uns noch verlassen, da haben wir ja einen Ersatz verpflichtet und jetzt haben wir ein bisschen Zeit, danach wieder 11 Tage und dann geht's los mit Wiener Neustadt im Pokal und ja, drei lösbare Aufgaben in der Liga, wobei Altach darf man nie unterschätzen, die haben sich momentan mittlerweile wirklich schon ein bisschen oben etabliert. Waren sie mal Achter. Aber ja, auf jeden Fall unangenehmer Gegner. Gut, starten wir einfach mal und dann schauen wir, wie es gegen Rapid so aussieht. Anderlecht hat Likogianis verpflichtet, so ist es. Ja. Tut schon ein bisschen weh, aber wenn ich den Marktwert sehe, freue ich mich ehrlich gesagt. 5 Millionen, ich hoffe, dass der dort gut funktioniert und weiterverkauft wird. Dann profitieren wir auf jeden Fall auch noch davon. So, Jimmy Jago wird noch auf Länderspielreise sein, außerdem werden wir wahrscheinlich gegen Rapid nicht einsetzen können. Der wird noch ziemlich fertig sein. Da sind generell 6 Spieler auf Länderspielreise. Also ich hoffe, dass das nicht zu intensiv wird und dass die nicht zu müde sind. Und ich bin gespannt, wie viele Leute gegen Rapid kommen. Also ich rechne ehrlich gesagt mit einem ausverkauften Haus. Lewandowski, Hattrick für Polen. FM ist halt realistisch. So. Bericht über verliehene Spieler, da können wir mal auf die Einsätze gehen. Das sehen wir eigentlich eh. Ja, auch Husbeck, 6 Tore, 6 Einsätze, 2 Tore, eine Vorlage, schon mal eine sehr, sehr gute Quote. Schmerbeck, 5 Einsätze für Nottingham Forest, auch das ist richtig stark. Owen Start hat jetzt auch schon gespielt für Twente. Ja, kann sich sehen lassen. Wie es mit den Talenten bei Hartberg wird, ja, werden wir sehen, da haben wir ja noch ein paar hinverliehen. Aber da haben wir dann noch Zeit. Länderspiel. Beteiligt waren einige bei der U19, U21 und Oliver Bacher war in ausgezeichneter Verfassung für sein Land. Großes Talent. Vertrag läuft aus. Sehr viel Potenzial, das ihm nachgesagt wird. Super Abschlusswert jetzt schon. Da werden wir gleich mal verlängern. Jährliche Gehaltssteigerung gehen wir runter. Gehalt gehen wir generell ein bisschen runter. Da ein bisschen rauf, also ihr kennt mich, ein bisschen verhandeln muss ich, auch wenn es darum nicht viel geht. Muss einfach sein. So, und Jago noch im Nationalteam, der wird auch relativ müde sein. Länderspielbericht hat ja 22 Minuten gespielt. Gut, dann können wir ihn vielleicht auch einsetzen, werden wir sehen. Eher enttäuschende Leistung, aber sie haben 2-0 gewonnen. Bacher hat ein Tor erzielt. Ja, Wagnes, Marisic und Lovric. Da steht erste Mannschaft dabei, ist es die U21. Erste Mannschaft der U21? Ah, egal. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Und Marisic und Lovric haben beide durchgespielt. Da werden wir dann sehen, wie es bei denen mit der Müdigkeit aussieht. Also die hätte ich natürlich gerne beide in der Startelf. Gerade wenn Jago auch müde sein sollte, kann es durchaus sein, dass wir stark von Beginn an spielen lassen gegen Rapid.
Potzmann möchte persönliche Angelegenheit besprechen. Okay. Rapid, letzte Partie 1-1 gegen Salzburg, knapp noch. Wir sehen aber komplett ausgeglichene Partie. Ja, Angriffsfokus eher Zentrum. Teilweise rechts Schlüsselspieler Philipp Schobesberger. Der müsste eh rechts hier sein. Werden wir mal sehen. Probetrainingsenden, die schauen wir uns noch kurz an. Ja, Zielstrebigkeit ist halt was, was ihm absolut fehlt. Schauen wir mal Kadett an. Der hat mir persönlich ehrlich gesagt ein bisschen besser gefallen. Vor allem geschätztes Gehalt ist natürlich auch sehr, sehr niedrig. Kann Stürmer spielen, allerdings eben eher eine defensivere Rolle und auch am Flügel. Und der Junge ist doch erst 18. Ach so, nee, natürlich nicht zurückziehen. Habe ich eh schon angeboten. Matija Bosic, der 20-jährige Slowene. Ja, mit 20 ehrlich gesagt ist mir das dann ein bisschen zu schwach. Mit 18 sage ich okay, aber so eher nicht. Was möchte Potzmann mit uns reden? Mangelnde Einsatzzeit. Das bereden wir mal mit ihm. Schauen wir mal. Fußball ist ein Mannschaftssport. Es gibt bis zu Saisonende noch reichlich Spiele und irgendwann werden sie ihre Chance bekommen. Jetzt ist die Frage, ehrlich gesagt, schauen wir mal, wie es mit der Spielpraxis aussieht. Milosevic hat eine hervorragende Spielpraxis. Sonst könnte man ihn theoretisch mal gleich spielen lassen. Ich glaube, das machen wir einfach mal, damit wir seine Unzufriedenheit jetzt ein bisschen runterkriegen. Und Milosevic, der soll sich jetzt ein bisschen eingewöhnen. Lass mal Potzmann spielen. Der hat seine Sache eh ganz gut gemacht. So, da haben wir Kadett. Und der kommt jetzt erst am 1.1., weil wir zu spät dran sind. Eine Woche zu spät. Das ist nervig, aber okay, ich nehme es mal zur Kenntnis. Jetzt würde es mich nur interessieren, wenn das fix ist, ob ich ihn trotzdem mittrainieren lassen kann. Ich glaube, diese Funktion gibt es im FM18. Zumindest bilde ich mir ein, beim Mallorca-Spielstand hatten wir das. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe jetzt übrigens neue Spielerbilder runtergeladen, ein bisschen mehr. Und ich habe jetzt auch die Rasentexturen drin. Sollte zumindest so sein. Habe es mir noch nicht genau angesehen, beziehungsweise noch keinen Unterschied gemerkt. Ja, gestartet Probetraining, bis er fest wechselt. So cool, dass es diese Option gibt. Dadurch kann man ihn echt mittrainieren lassen bis in den Winter. So, ausverkaufte Spiel erwartet, etwa 16.300. Das ist, also ich sag's euch, Sturm gegen Rapid, das ist einfach von der Stimmung her das Beste, was man in Österreich erleben kann. Das ist einfach so unfassbar geil. Was dich von Sturm beeindruckt? Die Legende. Okay, gut. Da hat schon mal nicht geklappt mit dem Tutoring. Fuchshofer unterschreibt Vertrag. Wer bist du? Ah. Gut. Dann Osmonolai, Kroate. Hat sich verbessert, aber da wird es trotzdem nicht reichen, befürchte ich mal. Aber warten wir mal ab. Verfügbare Spieler für die U18. Marisic natürlich nicht, aber da scheint es mit der Kondition hinzuhauen. Also da sollten wir keine Probleme haben. Das Tactical Briefing. Tun wir noch kurz schauen. Mit der Analyse über die nächsten Gegner. Also die werden erfolgreichste Formation in 4-2-3-1-System spielen. Das heißt, also übergeben wir mal an den Co-Trainer. Warten wir mal aufs Spiel selbst, da kann ich es mir dann noch genauer anschauen. Aber ich glaube, da werden wir mit dem 4-2-3-1-System einfach Antworten versuchen. Das ist normalerweise eine ganz coole Formation dagegen. Ja. Warten wir noch kurz, Fitness-Tests. Ich sehe Kammerbauer maximal 75 Minuten. Spielvorschau. So. Aufstellung von Rapid wird so in der Richtung sein. Polingoli auf links außen, also links vorne, finde ich interessant. Der ist ja doch eigentlich Linksverteidiger. Gegnerberichte, da sehen wir eh, wie sie spielen. Tendieren zu Hause und auswärts spielen sie gleich. Das ist
Rapid typisch, glaube ich mal, dass sie überall auf Sieg spielen. Eklar. Variables Tempo, Kurzpassspiel. Ja, sehr, sehr durchmischt, sagen wir so. Selbstbewusst. Sie werden verteidigen spielen. Interessant. Glaubt zumindest unser Assistent. Gehen wir jetzt mal auf die Teamauswahl. Und da sehen wir jetzt natürlich, dass wir noch einiges ändern müssen, weil da noch Spieler drin sind von den Vorbereitungsspielen. Oliver Philipp allen voran jetzt zum Beispiel. Gehen wir zuvor in die medizinische Abteilung. Sandy Lovric ist aber nicht sonderlich verletzungsanfällig. Kammerbauer, Marisic, Ehmann, Kadett, Philipp, Grazai. Okay, das heißt, bis auf Lovric geht's eigentlich. Also ist die Frage, wie wir aufstellen. Die kommen wir mal weg. Also Röcher auf links ist klar. Deni Alla und Philipp Zulechner ist mir, glaube ich, einen Ticken zu offensiv. Deni Alla gefällt mir bisher in dem Spielstand gar nicht, also werde ich ihn, glaube ich, rausnehmen. Jetzt ist die Frage, Hierländer hier hinten oder Lovric? Das ist mal eine Frage, die wir beantworten müssen. Fangen wir vielleicht mal vorweg noch mit der Verteidigung an. Also wir werden mit Marisic und Lukas Spendelhofer spielen. Dann werde ich wohl oder übel Schulz auf der Bank sitzen haben. Buchegger tun wir runter, dafür nehmen wir Milosevic mit. Auch den könnte man links vorne bringen. Dafür hätte er auch das Zeug. Wäre gegen Rapid vielleicht eine Möglichkeit. Also ein Ticken defensiver ist. Aber der hat halt offensiv eben auch einiges drauf. Und dann könnte man Röcher auf rechts spielen lassen. Wir haben das Problem, ja, dass wir zu wenig Flügelspieler haben, weil ich ja schlussendlich von Anfang an eigentlich ein anderes System geplant hatte. Und da wir jetzt aber wieder mit zwei Flügelspielern spielen, ist es halt jetzt ein bisschen schwierig. Hierländer kann man eben wunderbar auf dem Flügel einsetzen. Dann fehlt er mir aber hier hinten. Was kein Problem wäre, wenn Lovric fit wäre. Ich glaube, ich gehe das Risiko aber trotzdem ein in der Partie, weil sie einfach wichtig ist und spiele so. Vorne Peter Tschul. Ja, das passt auch. Gut, dann für die Bank. Daniel Lavit wird Stürmerersatz sein. Jago natürlich statt Kammerbauer, den wir nicht spielen lassen sollten. Ja, dann werde ich noch Eze mitnehmen. Statt Puster. Eze kann ich ja doch auch auf den rechten Flügel bringen. Ja, sieht nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich Scheußengeist statt Schulz noch mitnehmen soll. Ich halte halt von Schulz echt nicht viel. Das habe ich, glaube ich, eh schon relativ oft betont. Und Scheußengeist ist extrem schnell und beweglich für diese Größe. Na, ich nehme Scheußengeist mit. Ich halte einfach mehr von ihm. Gut, Stark fehlt es natürlich an Spielpraxis, da könnten wir Jago spielen lassen, ist eben auch nicht bedenklich, das heißt, das werden wir auch machen, weil er die Spielpraxis hat und wir sehen da die Connection. Genug gequatscht, jetzt möchte ich echt mal loslegen. Ein Spieler braucht noch eine Rückennummer, Stefan Milosevic. Was geben wir dem? Die 24 gehört eigentlich schon Meerböck, der verliehen ist. Husbeck hat die 18, die 14... Bin ich mir gerade nicht sicher, ich gebe mir einfach die 14. Wer hat die 14 bei Sturm? Bin mir gerade echt nicht sicher. Gut. Also, keine Überraschung in der Aufstellung, viel Qualität bei Rapid. Wird alles andere als einfach, sage ich ganz offen und ehrlich. Immer so, hat nicht funktioniert. Was könnte man der Verteidigung noch sagen? Ich möchte, dass ihr saubere Leistung in der Defensive abruft. Das ist anscheinend auch erst neu seit dem letzten Update, kommt mir vor. Mittelfeld kann ganz befreit aufspielen und Stürmer ebenso. Also die sollen echt keinen Druck haben. Versuchen wir es mal. Jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert hat. Ob der Rasen jetzt wirklich anders ist, ich kann es echt nicht sagen. Ich bin da echt auf eure Kommentare gespannt. In der letzten Mallorca-Session habe ich das ja schon erwähnt, dass ich das eingebaut habe, also in den Playoffs. Aber irgendwie nicht viel Unterschied sehe.
Aber dafür haben wir die Trikots drin. Also das sind jetzt die Originalen. Danke. Ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hat und wer mir das geschickt hat. Auf jeden Fall habe ich eben da einen Link bekommen, über den ich mich sehr freue. So, ich mache das Spiel ein bisschen lauter. Brauchen wir ein bisschen mehr Stadionatmosphäre. Marisic, Lovric, Irländer. Boah, Zulechner. Super erster Schuss. Die Nordkurve rechts ist schon voll am Fiebern. Den hat der Siebenhandel. Also ruhiger Spielaufbau. Man sieht, Rapid attackiert nicht zu früh. Also nicht zu aggressiv. Und jetzt... Ja, Ballverlust, der natürlich wehtun kann. Bei Rapid ist halt die individuelle Klasse schon relativ groß. Ich weiß nicht, wie gut Quilitaya vorne funktioniert. Schobesberger und Schaub sind im FM ganz stark, Schwab auch. Ja, schauen wir mal. So, Konzentration, liebe Leute. Ach, grausamer Pass. Super gespielt, Röcher. Echt stark gestartet von ihm. Fabian Koch ist schon wieder nervös. Bei ihm haben wir immer wieder das Problem, kommt mir vor. Irländer dahinter läuft Koch gut, bekommt aber nicht den Ball. Das müsste abseits sein. Aber bisher kein schlechter Beginn von uns. Starker Pass, aber Potsmann ist da. Bin neugierig, wie er seine Sache macht. Also ich möchte Milosevic relativ langsam an die Mannschaft ranführen. Vor allem denke ich mir halt auch, Potsmann hat seine Chance auch verdient. Nächster guter Versuch. 3:1 Schüsse bisher. Röcher. Da haben wir extremes Glück, dass der Ball zu ihm kommt. Vorlage Dzeko, naja, kann man das als Vorlage rechnen? Irländer hier auf Lovric, Dzeko. Ja, war ein Schussversuch, der beim Gegner landet. Und da haben wir einfach das Glück, dass der genau zu Röcher prallt. Aber super, dass er da kühlen Kopf bewahrt hat und den verwandelt hat. Es haben ja einige von euch schon geschrieben, wenn es heißt Sturm gegen Rapid, dann werden sie nicht zu mir halten. Also anscheinend einige Rapid-Fans unter euch. Ist okay. Ich finde, jeder Mensch hat Fehler. Das muss man einfach akzeptieren. Na, jedem das Seine. Solange es ein Verein mit Tradition ist. Und nicht der GAK, bin ich. Mal nicht so, auch wenn es der Erzrivale ist. Jetzt. Oh. Der Pass auf Jul geht einfach einen Ticken zu weit raus. Aber die Jungs spielen das richtig gut. Wer mir gerade in echt bei Sturm wahnsinnig gut gefällt, ist Eze. Oh, gefährlich. Der hat eine richtig gute Technik und der weiß wahnsinnig gut seinen Körper einzusetzen, der ist so richtig bullig. Gefällt mir als Stürmertyp wahnsinnig gut. Bin wirklich neugierig, ich hoffe, dass sich der gut entwickelt und dass der auch genug Spielzeit jetzt erhält. Ich habe das nämlich ehrlich gesagt ein bisschen wie einen Schlag ins Gesicht gefunden, dass Edom Wonji zurückgeholt wurde.
Für diejenigen, die ihn nicht kennen, das war ein Stürmer bei uns, den wir im Deal gegen, also Djuricin wurde an Red Bull Salzburg verkauft und im Gegenzug kam Edom Wonji, ein junger, ich glaube Nigerianer, der dann ganz gut funktioniert hat bei Sturm und bei der ersten Gelegenheit gutes Geld gebracht hat, als er in die Türkei gewechselt ist. Da ist er mit seinem Verein abgestiegen und jetzt eben per Laie zurückgekommen, weil Zulechner relativ lange krankheitsbedingt ausfällt. Und irgendwie habe ich das schlimm gefunden, weil Eze so unfassbar viel Potenzial hat und man setzt ihm eigentlich ja, irgendwie jemanden vor, der nur zur Laie zurückgekommen ist und weiß nicht. Ich finde es ein bisschen doof, aber wenn wir sehen, wie das dann wirklich funktioniert. Und eben wie er im FM ist, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber Wahnsinn, wir drücken deutlich 8 zu 3 Schüsse. Schobesberg ist jetzt angeschlagen, die Mannschaft durchaus ja, frustriert auch bei Rapid. Mir soll es recht sein. Was ist jetzt? Platzwunde. Schobesberger schon wieder erwischt worden. Wer bleibt weiter am Feld? So, Schaub, den zu stoppen ist schwierig. Schöner Seitenwechsel auf Kuh. Oh! Kelitaya, da ist der Ausgleich. Da sind sie dann eiskalt. Schauen wir uns die Entstehungsgeschichte nochmal aus. An. Ja, Schaub wird da von 3 Leuten eigentlich unter Druck gesetzt, kann den Pass trotzdem bringen, Koch verschläft das ein bisschen und dann ist es super gespielt. Nämlich genau so scharf, dass Siebenhandel nicht rauskommen kann und ja, kann man sicher besser verteidigen, aber nichtsdestotrotz wirklich schöner Angriff von Rapid. Hier Länder jetzt mit dem Ballverlust. Und die Jungs werden wieder nervös. Potzmann und Koch. Also da müssen wir auf jeden Fall mit ihnen reden, dass sie eben nicht nervös aus der Kabine kommen. Wieder abseits. Heute hängt Philipp Zulechner ein bisschen in der Luft. Also Zulechner und Schul funktionieren beide noch nicht so wirklich. Teamansprache. Macht weiter so. Und ich sage jetzt vor allem den beiden. Der Druck ist weg. Die Mittelfeld, was sagen wir euch? Ich schätze euren Einsatz. Ja, jetzt habe ich sie motiviert. Und was sagen wir Philipp Zulechner? Sie können wesentlich mehr und ich glaube daran, dass sie das Zeug dazu haben. 60 zu 40 Ballbesitz, also wenn wir das noch irgendwie wirklich in Torchancen und auch Tore ummünzen können, dann sieht das Ganze eigentlich echt nicht schlecht aus. Aber Rapid, ja, kontert heute relativ gut. Foul an Zulechner, taktisches Foul war es nicht anscheinend, sagt der Schiedsrichter. Gibt keine Gelbe. Jetzt müssen wir aufpassen, Marisic, Jago. Keine Konterchance für Rapid und Zulechner wieder im Abseits. Joule hängt eben auch in der Luft, da habe ich jetzt kurz sogar überlegt, ob ich Alar schon bringen soll zur Halbzeit, aber ich denke mir, dass das zu früh ist. Vor allem habe ich das Problem der fehlenden Flügelspieler und Joule kann auf dem Flügel spielen. Das heißt, wenn ich den rausnehme und es passiert was am Flügel, muss ich Philipp oder Eze bringen oder eventuell Milosevic. Aber alles keine Ideallösungen. Deswegen möchte ich da ein bisschen zuwarten noch. Wenn er sich bis zur 60. sowas nicht besser präsentiert, dann oder 70. vielleicht, dann werden wir den hier Alar bringen. Also ich versuche jetzt mal die Leidenschaftsschiene aus vor ausverkauftem Haus gegen einen Rivalen, können wir das durchaus versuchen. Spendlhofer rückt hier raus, gefährlich, aber nichts passiert. Zulechner. Jetzt nur keinen Scheiß machen. Sie attackieren relativ aggressiv, aber wir haben das ganz gut gelöst. Siebenhandel ist dafür auch fußballerisch eben gut genug.
zu Lechner mal wieder im Abseits. Also Rapid in der zweiten Halbzeit deutlich stärker als in der ersten. Sandy Lovic ist relativ müde auch. Das ganz gefährlich. Was machen die Jungs da hinten? So, ich bringe jetzt einen Wechsel. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Röcher ist eh Rechtsfuß, oder? Ne, ist Linksfuß. Okay, wurscht. Milosevic auf links. Und Röcher werden wir dann halt nach innen ziehen stellen. Lovric mit einer guten Partie heute, aber da merkt man dann, hat man jetzt schon ein bisschen die Müdigkeit gemerkt und Hierländer auf dieser Position da hinten ist wahnsinnig gut, weil er halt sowohl offensiv als auch defensiv wahnsinnig stark ist. Deswegen finde ich die Idee von Hierländer da hinten, also generell fühle ich mich mit Hierländer da hinten wohler. Milosevic mit dem Versuch der Flanke, kein Problem. Schauen wir mal, wie er sich macht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und mal guter Dinge. Potsman mit der guten Balleroberung. Milosevic, das war wieder so eine unnötige Situation, den Gegner so anzuspielen und da ist das 2-1. Das ist richtig nervig. So, ich versuche es mal mit einer anderen Rolle. Ich hoffe, dass der vorgeschobene Spielmacher auf Attack ein bisschen mehr fürs Spiel tut als Peter Schul jetzt bisher. Und ja, wir werden jetzt mal mehr fordern von den Jungs. So, typisches Spiel gegen Rapid, ganz ehrlich. Wir sind echt nicht anders. Dass man eigentlich sehr, sehr gut spielt, aber irgendwie dann trotzdem hinten ist. Oder vielleicht sogar das Ding verliert. Das ist ganz, ganz typisch. Unnötige Ballverluste. Peter Schul mit Glück, aber der Schuss eindeutig zu schwach. So, ich nehme jetzt Schul raus, mir reicht es jetzt ehrlich gesagt. Hat fußballerisch nicht wirklich überzeugt. Deni Ala kommt rein. Kompletter Stürmer auf Attack. So. Kein Druck bei denen, die nervös sind. Vom Rest fordern wir ein bisschen mehr Leidenschaft. Und ja, soll es jetzt noch so weitergehen, wenn wir 10 Minuten vor Ende die Taktik umbauen. Rapid kann jetzt natürlich kontern, das ist äußerst unangenehm. Ganz sichere Parade. Ach, bitter. Milosevic, Pass in die Tiefe, den Ala im Abseits. So, letzter Wechsel von mir. Beide Außenverteidiger jetzt auf Attack, dass die wirklich auch viel dafür machen.
Jago gehen wir klassisch die Box-to-Box-Rolle, dadurch geht er auch mehr in die gegnerische Box. Wir werden jetzt weiter aufrücken, dadurch natürlich auch die Abseitsfalle. Wir müssen jetzt einfach mehr Risiko geben. Gehen. Elf zu elf Schüsse, das ist echt richtig, richtig spannend. Also wenn das ein Duell um die Meisterschaft wird, bin ich ganz glücklich. Aber leider gibt es eben auch noch solche Vereine wie zum Beispiel Salzburg. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. So ein kleiner Verein mit einem Zuschauerschnitt von ein paar tausend. Aber mit dem nötigen Kleingeld. Super Tackling von Marisic. Muss mal schauen, ob ich mehr Pressing eigentlich drin habe schon. Noch nicht mehr in die Zweikämpfe gehen. Den Torwart werden wir auch am kurzen Abspiel hindern. Versuchen. Seitsfalle funktioniert. Marisic ist so extrem abgeklärt und cool da hinten. Das ist Wahnsinn. So, jetzt die Chance. Wir haben noch den Ball. Wieder zu leichter Ballverlust, aber Marisic ist schon wieder da. Dini Ala haut ihn vorbei. Wir kommen zwar noch zu Chancen, aber das ist alles zu ungefährlich und jetzt sogar noch die Chance für Rapid. Unglaublicher Freistoß. Wahnsinnig gefährlich. Ich befürchte, das war's. Scheint nicht mehr wirklich was zu gehen. Alles nach vorne. Langer Hafer. Mehr Risiko. Kreativer Positionen verlassen. Und nach vorne drücken. Der war drin, oder? Abseits. 2 Minuten noch. Super von Röcher. Schlecht abgespielt. Das war's. Wir haben es zwar noch versucht, aber es hat nicht mehr gereicht. Spiel komplett auf Augenhöhe und wir waren einfach die Unglücklicheren. Genau deswegen
werde ich ihnen auch eben nicht so viel Kritik anmuten. Also ich finde, sie haben das nicht schlecht gemacht. Schade, dass es nicht gereicht hat. Jetzt leider abgerutscht in der Tabelle. Jetzt kann uns sogar noch Salzburg überholen. Dann wären wir sogar wieder auf Platz 4 unten. Das wäre natürlich ganz bitter. Ja, Spiel hat super begonnen, aber danach schlussendlich deutlich zu ideenlos fast. Und ein Punkt, der mich ein bisschen stört, ist diese Rolle hier. Also ich bin noch nicht ganz sicher über das Ganze hier. Aber das werden wir dann im nächsten Part aufarbeiten. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis gleich.